So Leute, weiter geht's mit unserem Spiel. Ich wollte jetzt die Augen einsetzen eigentlich, aber ich will erstmal was anderes machen. Und zwar will ich mal zwei Steine hier verschießen. Weil ich mit meiner Munition anders machen. Das ist was Blödes aber auch, hä? Mann, du Trämel, du sollst die Steine. Achso, das nimmt das ja automatisch wieder auf. Ah, jetzt nimmt es auch nicht wieder auf. Komm her. So. Ich will nämlich die zwei Steine ihr geben. Das Messer kann er haben. Die Fackel. Die Fackel kann auch er tragen. Da kann er noch mit Dings schießen. Oh, es geht gerade unser Fackel wird es gerade alle. Also die kann man wegschmeißen. Denn ich habe das Gefühl, cool. Ich warte jetzt, bis das alle ist. Die Fackel. Ich habe das Gefühl, dass das besser ist. So. Ah, jetzt ist es finster. Wie gruselig ist es denn jetzt? Ja. Gut, kannst du noch die Uhr gleich weglegen. Und du gibst ihm eine neue Fackel. Für den Kollegen. So, halten ja verhältnismäßig lange die Fackeln. Wie gesagt, ich hab das Gefühl, dass das überhaupt nichts bringt, wenn die von da hinten aus schlagen. Okay. So. Ich werde das auch gleich mal anwählen hier. So, ja. Was wollen wir weitermachen? Okay, ach so. Wir müssen ja das Ding dann einstecken hier. So. Und so. Oh! Oh, da ist einer! Da war einer! Weg hier! Wohin? Wohin? Da sah sehr stark aus. Oh, und da kommt. Und da kommt. Und da kommt. Wohin gehe ich? Wohin gehe ich? Oh, du kannst dich mal am Arsch lecken, du Vogel. Oh, hat er mich jetzt erschreckt. Oh, hört denn. Da kommt der Mistvogel. Und hier haben wir eins, mein Freund. Gut, da langt ein Stöppelläsche hier. Ja, das kann auch zu lang hier, mein Freund. Hä? Ach ne, hier, aber zurück. Dann kann ich schmeiß mit dem Ding. Oh, das ist aber zäh, der Hund. Das ist aber zäh. Achso, das waren die. Ach ne, Quatsch, das hat man ja andersrum gemacht. Extra. So. Bei der noch den. Was ist denn das hier? Oh, ein Schild. Oh, wer kriegt denn das fette Schild? So, dann nimmt die das erstmal schnell in der Hand hier. Genau. Und das hier, bringe ich noch einen Stein. Oh! Ein Speer! Kann man den aufnehmen? Ah, ein Speer. Na, das ist natürlich was für den hier. Okay. Wieso schwingt denn der? Ich denke, der Stich damit. Das ist ja. Wieso sticht denn. Ne, heute kann man bloß in der Hand nehmen. Moment mal. Steht da was dazu? Legionärsspeer, Attack Power 10. Na, wenn der damit schlägt, na, dann ist es ja besser, wenn ich ihn vorne eben gebe. Nee, da gibt's schon. Wobei, ich muss mal ausprobieren. Wenn da von da hinten jemanden trifft mit dem Ding, ist ja gut. Okay, dann kann der das ruhig nehmen. Weil. Ja, mit dem anderen trifft er ja nicht. Das ist ja das Blöde. So, und schnell, was machen wir mit dem Messer hier? Haben wir jetzt übrig oder was? Also könnt ihr ja nicht zaubern, wenn die was in der Hand hat. Oder? Nö. Könnt ihr ja nicht zaubern, die Kleine hier.
So, okay. Ja. Das war ja jetzt richtig gemein, war das ja jetzt. Ich habe fast dort gefragt gekriegt. Ach, hier waren wir ja schon überall. Wir müssen jetzt dahin, wo der Trottel, wo kam da, wo war das jetzt? Wo kam da jetzt raus? Ich weiß gar nicht, wo da rauskam. Ach, hier bei diesem Ding hier. Klar. Oh, guck, wie die Augen einen anleuchten. Herrlich. Absolut herrlich gemacht. Kommt hier vielleicht noch einer von den Verträmen? Kann man das wieder rausnehmen? Was passiert denn da? Ach, guck an. Kann man den vielleicht irgendwie verkaufen oder was? Oder vielleicht nochmal benutzen irgendwo? Ich nehme lieber mal mit. Das werden wieder solche Sachen sein, die ich wieder ewig und 3 Tage mit mir rumschleppe. So, hier kann man nicht klicken. Oh, ich höre schon irgendwie so ein komisches Geräusch. So, es wird lauter. Hier scheint keiner zu sein. Ganz merkwürdiges Geräusch. Sicherlich müssen wir hier dann durch. Oh, hier sehe ich eine Schriftrolle. Die gucken wir uns erstmal an. Was macht die? Doors of Iron. Was macht die nun? Wenn die Frauen behind the store to gain access careful. Vermutlich kann man die auf die Tür anwählen irgendwie. Oh, stimmt's immer hierher. Also quasi rechte Maustaste und so, und dann geht das Tor auf. Erstmal will ich gucken, was da hinten ist. Oh, Druckknopf. Was ist passiert? Gar nichts ist passiert. Nee, da gehe ich schon wieder zurück. Ja, wobei kann man trotzdem noch gucken. Oder Eingang, ja. Auf der Seite ist nichts passiert. Geht das Tor jetzt vielleicht auf? Nö. Jetzt zu viel. Was ist denn das für ein Geräusch hier? Macht das irgendwas? Ups. Oh. Rolle. Wie hast du die Schriftrolle wieder zum Lesen? Mach das Ding auf, wo ist er? Ach Quatsch. So. Crystal of Life. Touch to regain heal and restore life. Ach, irgendwie. Ach, das ist wie dieser, wie bei Dungeon Master jetzt wieder dieser. Da hatten sie so ein Ding, da musste sie die Knochen einlegen, da hat es geblitzt und da ist. Das ist die. Ach, deswegen stand in Optionen irgendwas von Kristall. Aha, also Wiederbelebungsteil ist das. Falls mal einer abnippelt, kann man hier wiederbeleben, den Kollegen. Oh, da geht's nach unten. Scheiße, ich denke, wir sind schon ganz unten. So, was haben wir hier? Ey, wo ist denn. Was ist denn hier nur aufgegangen? Ich will da nicht hin. Haufenweise Rollen. Muss ich die alle aufheben? Oh, was haben wir hier? Eine Giftwolke. Und mit dem da unten. Aha. Giftwolken mag ich eigentlich. Gift habe ich mal gerne bei Dungeon Master verwendet. Das wäre. Ach so, kann ich jetzt nicht. Aber ausprobieren will ich es mal. Ja, was ist denn jetzt hier runter? Was hat denn der Knopf nur eigentlich gemacht? Hat er vielleicht hier was ausgeschalten? Vielleicht war das hier vorher gar nicht. Oh. Und dann gehen wir mal runter. Oh, ich habe Angst. Unten bin ich. Sind alle bereit? Ne, die ist nicht bereit. Nimm das nur aus der Pfote hier.
Leg das mal hier hin. So. Ach, das war das Lebensteil. Ich weiß nicht, ob man die Rollen mitschleppen muss. So, ich wollte gleich mal deine Giftwolke, ne? Aha, tschak. Mal ausprobieren. Wenn ich irgendwo noch doch muss. Nach den Erzählungen, dass keiner wohnt. Aha, da hinten Schnecke. Schnecke, Schnecke. Schnecke ist einfach zu erschießen. So, holen wir es mal her, dieses blöde Vieh. So, komm her, Schnecke. Oh, jetzt. Auch die hat das jetzt nicht gewirkt. Hier. Zack. Was sagt sie? Was steht da unten? Warte mal auf die blöde Schnecke. Was stand da? Was steht da, wenn ich das auslöse? Na hier war was war. Ist nicht Skelett. Ach. So, ich kann den Spruch noch nicht machen, weil ich noch nicht hoch genug geskillt bin. Warum sagt er das nicht? Warum gibt er mit dem Mist dann, ihr Idioten? So. Muss mich auch die Schnecke halt auffressen, bevor ich das erfahre. So, jetzt geht's. Jetzt geht's gut. Och, ich wollte mal mit dem anderen stecken, mit dem anderen hier was machen, aber war ich wieder zu schnell. Mit dem hier hinten wollte ich was machen. War ich aber. Oh, da lag was. Wo ist das? Eine Kappe. Cool. Was für ein Kopf. Was macht sie? Protection. Oh, ich habe hier einen Skillpunkt. Oh, ich habe 4 Skillpunkte. Ach, cool. Alle oder nur ich? Oder nur der hier? Ah, cool. Die hat nichts. Wieso hast denn du nichts? Stand da mal irgendwo. Irgendwo habe ich das gelesen. Ach so, hier. Muss noch ein bisschen nütteln in der Kollege hier. Da kommt schalt doch mal um hier. Oh, ach, recht mal aus das denn, Mann. Ah, bei dem leuchtet auch schon. Und bei dem hier. Bei dem nicht. Okay. So. Ja, keine Ahnung, mache ich offline. ja, ich wüsste jetzt nicht, was ich einstellen soll. So, was liegt hier noch? Ein Stein hier, ja, Papier. Was für Munition hier denn für die Schnecke? In welch dunkle Gefilde haben sie mich hier gelockt? Ja, mehr ist hier nicht. Okay. Kann die Kisten hier auch was machen? Interagieren? Ne. So, von hier bin ich gekommen. Das ist der Fluchtweg. Oh, ich sehe sie doch schon wieder. Oh, wie schön die aussehen auch, hä? Die Schnecken. Die ist doch absolut geil gemacht, oder? So, wir kommen hier einfach. Eins aufs Maul. Noch eins aufs Maul. Noch eins aufs Maul. Oh! Oh, jetzt haut er mit dem. Der haut jetzt mit dem Speer ganz schön richtig zu hier. Durch das an? Das ist natürlich klasse. Das ist natürlich klasse. Da gefällt mir das doch. Da gefällt mir das doch tausendmal besser, wenn da von hinten richtig zu lang kann. So. Graben wir uns mal die Fackel hier. Das ist manchmal sogar ganz gut, wenn die Fackel aus ist, habe ich festgestellt. Man sieht dann manche Sachen besser. So, hier irgendwas drin? Nee, das haben sie scheinbar hier im Spiel nicht gemacht, da unten was reingelegt. Oder sie sagen es einem dann erst. Wo geht denn hier hin? Oder sie sagen es einem dann erst. Ja, ich hab's jetzt die ganze. Oh, was war das? Nee, sorry, ich dachte, da war was. Ich hab's jetzt die ganze Zeit schon hier. Schon wieder eine Fackel, schon wieder alle. Ich tapp's jetzt schon die ganze Zeit hier in der Gegend rum, unten, drinnen. Ich hoffe, ich komme nicht zu weit ab vom Weg. Denn oben war ja auch noch dieses Eisentor.
Vielleicht hätte ich ja da erst reingesollt. Bevor ich hier weiter patsche. Oh, ich höre ja schon wieder was hinter der Tür. Ich will nicht wissen, was es ist. Ja, diese komischen Viecher hier. Ja, was mache ich denn jetzt? Dann mache ich hier unten erstmal weiter. Ja, okay, ich würde sagen, ich mache hier unten erstmal weiter. Ich hatte eine, du Mistvieh. Was war jetzt? Ist das Vieh da gleich draufgegangen? Ey, du hast so ein geiles Mistvieh. Ey, das Vieh spuckt. Boah, halt die Esse. Die Viecher sind, ja, eklig. Oh. Was passiert jetzt? Was ist jetzt passiert? Ich mache hier nichts. What is happening? Was ist passiert? Kollektiver Traum. Oh, ich kenne dich. Ich weiß, was du suchst. Was? Schau vor mich runter unten ich habe keinen Unterstand was die jetzt von mir wollen. Auf jeden Fall, der Energie ist wieder voll. Was wollten die jetzt von mir hier? Oh, Steine einsammeln. Oh, ich glaube, ich muss hier ausweichen. Ja, fick dich. Entschuldigung, Kleine. Kleine aufs Maul hier. Oh. Drehen. Hauen eine drauf. Also, du kannst mich mal jetzt schon mal das Ding hier zumachen. Was war denn jetzt passiert? Was war denn jetzt von Gong? Ach hier, Schnecke hat Level auf. Hä? Ah ja, gut. Alles klar. So, mal das Fläche hin. Da kann ich spucken. Ja. Wer soll? Hier wird getroffen. Können die so nicht gleich mal treffen, bevor der ans Blatt macht hier? Okay. Habe ich das jetzt richtig gesehen, dass der mit dem Gift den jetzt platt gemacht hat? Denn ich war das nicht. Okay, nochmal. Wieder ein kollektiver Traum hier. Gut. Du kannst nicht mal, du misst wie. Oh, schnell sind die Viecher, das gibt es gar nicht. Oh, was hat denn der jetzt gehabt? Was war denn das jetzt? Der hat doch, wir haben die Steine aufgenommen und da stand doch noch sowas wie eine Flasche da. Wo sind die hin? Ist die zertreten oder was aus Versehen? Sag mal, da hat doch irgendwas, stand doch irgendwie eine Flasche, stand doch da. Da war keiner in sein Inventar. Ja, das ist ja merkwürdig. So. Hat er das, haben sie das vielleicht gemeint? Ach, scheiße. Bestimmt wieder Mist gebaut jetzt. Bestimmt wieder irgendwas, was verlatscht habe oder was, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Bestimmt auch Mist gebaut jetzt.
Na egal, was soll's. Pech gehabt. Wenn ich Mist gebaut habe, habe ich halt Pech gehabt. So, oh, hier von Hackbeilchen. Na, das sieht doch mal nach Machete aus. Hier steck mal ein das Ding hier. So, da auch hier noch was. Aber doch Hacke. So, hier scheint nichts weiter zu sein. Was ist denn da? Ach du großes. Ach, da wäre es nicht schon in Level 2. Also ich glaube, da will ich noch gar nicht hin. Da ist es vielleicht gar nicht so dämlich, wenn ich wieder rumdrehe. Denn da oben war noch irgendwas. Das müssen wir erstmal machen. Wo waren wir jetzt? Das werden wir mal kennzeichnen, wo wir jetzt gewesen sind. Hier. Ne, Quatsch, so. Geht das doch ohne jetzt? Ja, brauchen nicht zu bezeichnen. Was? No description. So. Und das. Und jetzt Fackel alle. Und da muss man eine Fackel hinlegen, genau. So. Und da drehe ich nämlich nochmal rum. Und kümmere mich erstmal um das Eisentor da hinten, ey. Oder hier irgendwo, gell? Wo ist das schon drin? Wo ist auch noch nicht drin? Hey. Nee, halt. Was ist hier? Nee, nach hinten. So, denn das gefällt mir irgendwie überhaupt nicht, dass ich jetzt hier schon unten im Level 2 rumpatsche und bin noch nicht mal im Level 1 fertig. So, deswegen war auch hier der Kristall, weil vermutlich die Hirten, dass wir nur gekillt werden, hier wieder landen. Hier wird das Autospeichern gemacht, genau. So. Also, wie war das jetzt mit der Schriftrolle hier? Das war doch die hier. Nö. Oh, jetzt bin ich ein bisschen ratlos. Jetzt ist doch Charada ein bisschen ratlos. Ich kann sie nicht links anklicken. Ich kann sie nicht rechts anklicken. Ich kann sie gegen die Wand werfen. Das bringt aber nichts. Mit der rechten Maustaste bringt auch nichts. Ich kann sie hier nicht vorlesen. Und ich weiß nicht, was da drauf steht. Das ist natürlich, da kommt man natürlich ins Rätselraten. Vielleicht geht auch, steht da was von Eisentür da, vielleicht geht auch das Türchen irgendwie anders aus. Ah. Die verarschen mich wieder nur. Da stand wieder bis irgendwelcher Müll. Mit der Fackel. Da stand irgendwelcher Müll. Ach, das haben sie gemeint. Was ist das? Was macht das Ding? Na gut, werden wir gleich rauskriegen. Hier hast du eine Rolle wieder mal, Schnecke. Welche war es denn diesmal? Halt hier die. Dieser magische Stab ist eine kraftvolle Waffe, wenn bla 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 bla, potenter Magier. Wenn benutzt von einem potenten Magier, wenn ich das richtig lese. Von mir klingelt das Telefon.